Servus. Servus, er ist der Alex. Ihm gehört der YouTube-Kanal. Ich bin heute nur zu Gast bei ihm. Das ist der Benni. So, los jetzt, verdammt Axt. Servus miteinander. Hi, hier ist der Alex von der Flugschule hier in Rondell. Jo, heute haben wir wieder einen Special Guest bei uns, oder immer noch, ja, immer noch. Haben wir den Benni bei uns von der Firma Vieh. Benni ist seit klein auf mit drei am Übungshang stand, quasi mit der Fliegerei verbunden. Ja, mit sechs am Übungshang, muss man sagen. Mit sechs Jahren habe ich am Übungshang. Okay, mit drei hast du ja schon mal. Mit drei habe ich halt so eine Lenkmatte in der Hand gehabt. Okay. Da oben also dann erst mit sechs. Mit sechs Jahren. Aber auch schon verdammt früh. Fliegt seitdem alles, was zu fliegen gibt, ist Gleitschirmlehrer, ist in der Flugschule groß geworden, fliegt auch Blechkisten und Motorschirmen und so weiter und so fort und entwickelt jetzt Gleitschirme für die Firma Vieh, Testpilot und Mitentwickler. Und da haben wir in unserem Kanal jetzt von dem Jakob Müller eine passende Frage dazu bekommen. Und zwar schreibt der Jakob: Guten Tag, ich habe eine Frage. Ist ein Leichtschirm für Anfänger geeignet oder eher nicht? Ja, und wenn wir jetzt schon mal einen Entwickler von Gleitschirmen da haben, ja, dann stellen wir doch die Frage gleich mal an Benni. Puh, ich glaube, da brauche ich aber auch die Antwort von dir unter anderem, weil ich bin ja nicht die Flugschule. Also ich sage immer, es ist was beides. Sagst du? Ja, also es hat beides mittlerweile seine Berechtigung. Es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Ja, ganz klar. Will ich später wirklich viel in Hike and Fly gehen? Ja, warum nicht? Ja, bin ich sorgfältig mit meinem Material? Passt da mal auf? Warum nicht? Ja, bin ich eher so einer, der sagt, ich fahre eh mit der Bahn hoch und ich habe vielleicht auch schwierigeres Gelände, was weiß ich, viel Wurzelwerk oder mal eine Hecke da, scharfkantige Steine da, dann sage ich lieber, bleib beim normalen Material, weil es ist einfach beständiger, dauerhafter, ja, gerade bei so Auslegungssache, ja. Ne? Oder wie siehst du das als Entwickler? Ja, man könnte jetzt ja auch mal vom Geldbeutel aussprechen. Mhm. Nehmen wir mal ein ganz anderes Thema. Nehmen wir Geldbeutel, weil leicht erklärt er zum gewissen Teil schon, leicht heißt weniger Material, heißt aber auch natürlich mehr fürs Toll. Laufen orientiert. Weniger Material in dem Sinn, das Material ist von der Konstruktion her deutlich dünner gebaut und aufwendiger gebaut, dass es trotzdem langlebig ist. Und dadurch ist das Material natürlich auch teurer. Von der Langlebigkeit an sich. Also für weniger zahlt man mehr im Moment. Genau, genau. So ist es ja überall in der Regel. Also das heißt, wenn du einfach was Leichteres haben willst und ein leichteres Fahrrad haben willst, genau, dann zahlt man einfach mehr dafür, ja, weil es entwicklungstechnisch nicht eine Stahlstange ist, wo da rauskommt, sondern ja, am Schluss sollte es das Carbonrad sein als genau Beispiel. Ja. Ich glaube, dass preislich das eigentlich oft eine Entscheidung auch ist. Also das heißt, ich bin mir nicht so sicher, weil wenn da, also wenn ich jetzt mal an meine Kundschaft denke, dann habe ich doch wirklich die dabei, die sagen, ja, gefällt mir, ich will Hike and Fly machen und so weiter und so fort. Und dann ist der Aufpreis, also über was reden wir, über zwischen 10% und 20% Aufpreis, je nach Schirm, je nach Kategorie, spielt dann nicht so die Rolle, glaube ich, für die Leute. Ja, kann gut sein. Also wir bedienen ja als Vieh jetzt den Weltmarkt. Da haben wir ja nicht die Leute, wo an den Südländern, wo da das große Budget dafür haben. Und beim Weltmarkt schaut es so aus, dass nehmen wir mal ein Land wie Spanien oder Frankreich her. Da kann man ganz oft bis zum Startplatz mit dem Auto hinfahren. Die betreiben aber trotzdem auch Hike and Fly. Aber du hast einfach ein bisschen ein Gebiet, wo es viel Wind hat, wo die Schirme dementsprechend auch die Piloten Groundhandling betreiben müssen, dass sie überhaupt mit der Rückwärtsstarttechnik bei viel Wind da rauskommen. Und ein Leichtschirm einfach jetzt auf dem Schotter unten, wo halt nicht wirklich Gras wächst, weil es wenig regnet, wird dann mehr beansprucht. Und dann hebt er das Ganze halt nicht mehr so ganz gut, oder? Und da ist dann auch noch so, dass man dort in der Gegend ist, wo vielleicht der jeweilige nicht unbedingt jetzt für seine tolle Ausrüstung da dieses Geld hinlegen kann, so einfach, weil die Gehälter anders sind. Und deswegen wird der Schirm nicht von der Produktion günstiger in dem Sinn, weil er im anderen Land verkauft wird. Da macht natürlich dann vielleicht der schwere Schirm schon Sinn. Aber dass er jetzt ein Anfängerschirm, muss er leicht sein oder nicht? Ich glaube, wenn man viel Groundhandling machen will und in Windgebieten unterwegs ist, glaube ich, macht es einfach Sinn, wenn man auf ein bisschen schwereres Material setzt. Und wenn man es oder auch so Semi-Light gibt es ja auch. Semi-Light, man muss ja sagen, auch, ne? Die Anfängerschirme sind in der Regel bei uns ja Semi-Light. Also genau, wir tun nicht auf Super X als Super-Light Beleihung ganz dünn. Wir haben ja zum Beispiel so einen Schirm wie die Sinfonia unter anderem oder die Viola.
die sind ja nicht komplett unummantelt, also haucht in die Zahnseite drin ist, sondern die sind ja noch zum größten Grad normal bestückt. Ja. Und ich glaube, gerade bei der Beleinung, tuchmäßig, das Doppelbeschicht 27 Gramm ist ein gutes, doch mittlerweile zum gewissen Grad robustes Material. Ich glaube, da ist es nicht so das Thema. Das gibt es ja auch schon ewig, das Material. Ne? Muss also man sagen. Ich habe gesagt, vor 10 Jahren so 27 Gramm Tuch, so, oh, okay. Ja, das ist euer Ernstungs, ne? Und jetzt mittlerweile habt ihr ja doch schon Erfahrungswerte, die letzten Jahre gesammelt. Ja, das ist unglaublich. Ja, da hat man festgestellt, unglaublich. Aber wahnsinnig teuer. Das ist leider das. Also, es ist einfach im Einkauf wahnsinnig hochpreisig. Und es hat aber sich auch gezeigt und bestätigt, dass für dieses Gewichtsverhältnis das Tuch schon dann gerechtfertigt teuer ist, weil es einfach dementsprechend doch leichter ist und trotzdem relativ lang hebt. Aber tust du halt beim Tuch her, wenn es wirklich um Steine und die Dünns geht, tust du leichter, wenn es natürlich ein bisschen dicker ist und robuster ist. Also, ja. Wenn es ums Grauen geht. Ja. Also ich sage auch, viel Wiese, überhaupt kein Thema. Viel Sand, Salz, Steine. Ja, UV. Aufpassen mit dem Leichtmaterial. Also wenn man weiß, wo man hin will, natürlich kann man auch mit dem Leichtmaterial dahin gehen. Man muss halt einfach ein bisschen vorsichtiger agieren. Und jetzt gerade als Anfänger, sag ich mal, wenn man halt da in deutschen Landen unterwegs ist, auf guten Stadtplätzen, ja, überhaupt kein Thema. Aktuell hier, Allgäuer Wiesen. Genau, aktuell sind wir im Allgäu hier. gut, Wetter passt nicht ganz, aber klar, hier kein Thema. Wenn ich dann halt in Spanien unterwegs bin oder halt auch am Strand fliegen gehe und so weiter und so fort, steinige Gelände, felsige Gelände, ist natürlich immer nachteilhaft fürs Material. Ja. Muss man halt wissen, was man denkt. Was ich mittlerweile erlebe, dass die Leute zum Zweitschirm tendieren. Also ich habe festgestellt, ihr Hauptschirm, Drittschirm zum Teil, ihr Hauptschirm, was ja auch Sinn macht beim Kiten, ist ja ganz normal. Und ich glaube, das hat man auch in dem Bereich ein bisschen mehr, das Ultimative werden wir nie kriegen. Also weil, wenn ich leichter habe, wird der Kompromiss wird stattfinden. Also wenn ich einen Schirm haben will, hast du immer einen Kompromiss. Und ich sag mal, wenn man gerade auf die Kanaren zum Fliegen geht, gern, da gibt es mittlerweile viele, wo dann halt ihren Schirm für die Kanaren haben, die sind schwere Versionen und dann daheim in den Lanzarote und zum Grauen und daheim dann in ihrem Gebiet dann eher das Leichtmaterial bevorzugt verwenden und das macht dann schon richtig Sinn. Also mittlerweile muss man auch sagen, ja, wenn Hike and Fly ansteht, wie jetzt aktuell die Bahnen zu sind, dann trage ich halt, der Schirm wiegt ja im Endeffekt in Anführungszeichen nur 25% weniger wie die schwere Version. Kilochen, ne? Ja, 25% ungefähr weniger, aber wenn ich jetzt das Ganze anschaue, du hast halt ein anderes Packvolumen. Ja. Das Packvolumen entscheidet. Ja. Hast du ein kleines Packmaß, tust du einfach viel leichter beim Hochlaufen. Dann wird alles im Volumen kleiner und im Endeffekt ist es, wie viel ist es dir wert und wo gehst du hin? Ja. Genau. Also jedem sein persönliches Gusto. Ja, aber auch jedem sein persönliches Gusto. Da können wir ganz genau fragen wir ab natürlich, ne, was hast du vor damit? Ja, und gehen darauf ein. Ne, und dann haben wir halt auch die Empfehlungen von den verschiedenen Kategorien. Gut, für einen Anfänger jetzt ist der A-Bereich, ne, also gerade jetzt bei Firma Vieh. Ihr habt ja 3 A-Schirme. Ja, sogar also, eigentlich nur mehr. Gut, ihr habt noch ein paar Bonus. Fantasia, Sonata, Sinfonia. Unser Tandem ist auch ein A-Schirm, genau, Concerto. Ne? Also sind die Auswahlmöglichkeiten vielfältig. Ja. Das wird sogar nochmal erweitert. Also, da wird es ganz schön. Und die haben wir eh alle da. Also falls ihr euch dafür interessiert, dann könnt ihr die einfach ausprobieren. Ja, Alex melden. Danach einfach entscheiden, ja, also was gefällt euch. Weil ich sage nie, nehm den Schirm bei. Ja, ich sag du mir, was du an dem Schirm gut findest. Ja. Und dann sagen wir, okay, passt für deine Vorhaben. Oder eben auch nicht. Ja, weil ich bin keiner, wo einem Schirm aufs Auge drückt und sagt, jawohl, nimm das Teil, sondern ich sage immer, guck mal, da hast du die Auswahl, da hast das und das, probier. Und sag mir, warum es dir gefällt. Ja? Oder sag mir auch, warum dir das nicht gefällt. Ja? Also das ist mir lieber wie andersrum. Stimmt. Ich habe ja vielleicht wieder gerade was mit dem Fahrrad. Ich habe ein Fahrrad jetzt ja vor kurzem gekauft und dann ist der Verkäufer gekommen und hat mich dann angeschaut so, und hat dann die Struktur angeschaut und hat dann so gemeint, also vielleicht lassen wir mal das Carbonrad weg. Das war schon mal das erste Gedanke, gar nicht gefragt, wie viel Geld man hier ausgibt. Lassen wir das Carbonrad weg und gehen da, also Superleichtrad,
hier, wie viel willst du dich bewegen, aber ich schätze, du willst dich so und so viel bewegen. Und dann hat er gesagt, nimm doch einfach das Alurad. Mhm. Das Alurad ist nicht unbedingt das Leichteste, ist aber sicher nicht schwer. Und ich glaube, ganz am Anfang kann man eben selber nicht ganz genau beurteilen, in welche Richtung der Sport dann geht. Vielleicht wird man ja doch ein Akrobatikpilot. Und da glaube ich... Aber das ist dann wieder die Thematik genau, Bildschirm. Genau, ja. Und da glaube ich, dass eigentlich der Kunde sich total auf die Flugschule, auf die Beratung da konzentrieren soll und vielleicht am Anfang erstmal mit diesem Alurad anfängt. Ich sage mal, sowas wie eine Fantasia oder Sonata. Und die sind ja jetzt nicht so unwesentlich viel schwerer. Und dann kristallisiert sich es ja eh ziemlich schnell raus. Man wird besser und dann kommt man eh schon an die nächsten Produkt, nächsten Schirm heran. Und man kauft ja nicht den ersten Schirm für immer. Genau. Und so muss man es sehen. So machen wir das auch bei uns in der Schulung. Das heißt, also ihr könnt bei uns im Grundkurs und auch in der Höhenflugschulung alle Geräte, die wir da haben, ausprobieren. Ja, also wir haben eigentlich in den Bereichen, wo wir haben, haben wir alles da in jeder Größe. Und da sucht ihr euch dann das aus, was euch am besten passt. Und dann seid ihr damit auch lange happy, glaube ich. Ja, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen von unserem Gespräch hier. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, packt uns unten rein in die Kommentare und dann gehen wir auch gern drauf ein. Ne? Und vielleicht gibt es auch jemanden in der Community, wo da auch weiterhelfen kann und will. Also ruhig gerne, schreibt gerne mit und dann hoffentlich gucken wir mal, dass wir uns irgendwo in der Luft begegnen. Oder? Okay. Und vielleicht, wenn ihr den Film dann selber nochmal seht auf YouTube, da tue ich mal einfach liken. Wenn ihr Bock habt, liked es auch. Gerne. Abonniert den Kanal. Ja, und dann kommt auch noch mehr von uns demnächst. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.